Mann. Ich bin auf deinem Stream hier, aber der ist noch nicht angezeigt bei mir. Hallo. Fisch. Hallo, Matodo. Matodo. Ich hab gute Laune. Wir warten kurz, bis Amy ihren Chat am Handy aufrufen kann. Jetzt, nämlich. Mit null Zuschauern an dem. Nice. Noch nicht Notification ausmachen. Nur Chat. Thank you. Hello! Ich hab das Mikro laut gemacht, also weil du normalerweise so leise ja, bist. Ja, tu ich auch. Ja. Das ist nur zum Hallo sagen. Hallo, Pendra! Alright, Boys, bevor es losgeht. Ich blende voll in. Wir blenden beide voll in die Couch. True. Wir haben nur Köpfe. Ja. Also. Es gibt eine Playlist für die alten Episoden, Ausrufezeichen. Wie habe ich den Command genannt? FAQ Blindfish. Der Command heißt, ich bin gut vorbereitet. Last Episode. Hallo Mina! Und Ausrufezeichen PMD FAQ, nicht PMD FAQ, fuck. ich bin schon durch im Kopf. Blind FAQ, falls hier irgendjemand zuschaut, der nicht weiß, was es hier gibt. So. Death. ja, ich freue mich auf Einkaufen. Ja, wir können nur mal ganz kurz gucken, wen wir haben, ne? Wir haben AÖ. AÖ. Mega Blubschaufler Body Slam. Wir haben Hoffo. Das ist Hoffo. Wir haben JKCC. JKCC. Und Lemel GGP. Für Zerschneider. Und Abia fürs Fliegen. Alt. 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 Bett. I'm going dark now, okay? Bye. Kannst du mir helfen? Sure. Also ich mache heute auf jeden Fall. Hört man mich gut von hier? Ich schreie ein bisschen. Weil das Mikrofon weit weg ist. Ich mache heute auf jeden Fall den Pokémon Tower. Also wir gehen einkaufen, dann machen wir den Pokémon Tower. Und dann mache ich maybe noch die vierte Arena als Bonus. Siehst du noch was? Nein. Gut. Okay. Hallo Dennis! Hallo Hoffo! Also, unser Goal, unser erstes Goal ist eine Poképuppe zu kaufen, weil wir die Poképuppe brauchen, um den Geist im Lavandia Tower quasi den Fight zu skippen, weil wir keine Surf Scope haben. So. Ich will jetzt das gescheckt, dass ich den Chat ja in einem Stream aufnahme. Ja, das habe ich dir doch gesagt, dass ich das extra dahin gepackt habe. Ja, dann kann ich natürlich den Chat lesen, ja. So wild bin ich nicht. Und dann werden wir noch die TM Eisstrahl holen. Weil Eisstrahl ist ein Move, den wir unbedingt brauchen, wenn wir dieses Spiel durchspielen wollen mit Turtok. So, beides gibt es im Einkaufszentrum. Dazu gehen wir nach links. Hallo Swiper! Bis wir gegen die Wand klatschen. So, jetzt tasten wir uns ins Gebäude rein. So. Hallo Laszlo! Wir werden den Aufzug nehmen. Dazu gehen wir ganz links ins Eck oben. Dann eins nach rechts. Hallo Taki-chan! Und da rein. Halt einmal erstmal bitte. Nein, halt nicht einmal, aber nicht so lang. So, jetzt müssten wir im Elevator sein. So. Rechts oben ist die Bedienung vom Elevator. So. Hi, Noise. Jetzt muss ich einmal A drücken. Und dann dreimal nach unten fürs dritte Stockwerk. So.
Und jetzt, das ist relativ geil für Blindfish, weil... Hallo, Tessor. Jetzt müsste ich am Tresen schon sein und jetzt muss ich mich nur noch zum Verkäufer hintasten. Hallo, Metaco. Hallo, Peanut. So, und die Pokepuppe ist das erste Item. Das heißt, ich kann jetzt einfach durchmischen. Gut. So, Pokepuppe ist gekauft. So, jetzt müssen wir noch in das oberste, ins Dachgeschoss. Dazu gehen wir wieder in den Elevator rein. So, wieder im Elevator. Einmal A drücken. Und jetzt viermal nach unten. 1, 2, 3, 4. So. Ins Dachgeschoss kann man nicht mit dem Elevator. Das heißt, wir müssen jetzt einmal die Treppen nehmen. So. Ich taste mich ran. Jetzt müsste ich am Tresen sein. Jetzt gehe ich am Tresen vorbei. Und wenn ich jetzt mich an der Wand entlang taste, müsste ich nach oben gehen. Sehr gut. So, und jetzt müssen wir ein Tafelwasser kaufen. Auch wieder, das Spiel ist gut zu mir, das erste Item im Automaten. So, das heißt, ich muss jetzt nur den Automaten finden und dann A meschen. Und der Automat ist links von mir. Perfekt, das ist das Tafelwasser. So, jetzt kommt der schwierige Part. Wir müssen dieses Tafelwasser jetzt einem Mädchen geben, was hier rumläuft. Das Problem ist, das Mädchen moved. Das heißt, wir müssen jetzt hier rumtasten, in der Hoffnung, dass wir das Mädchen treffen. Das ist eher so auf der linken Seite. Ich mesh A, während ich mich bewege. Mine sagt, ich liebe, wie Herr Fall das alles erklärt. Ja, ich muss irgendwie mit mir, ich weiß nicht, ich muss ja ein bisschen sagen, was ich mache, ne? Weil ich muss euch ein bisschen meinen Thought Process erklären. Hab ich sie? Yes, okay, jetzt haben wir Eisstrahl. Jetzt müssen wir Eisstrahl teachen. So. So, wir müssten jetzt auf Pokédex sein. Pokémon Items. So. Jetzt nach unten, ganz nach unten. So, jetzt müssen wir auf Zurück sein. Eins nach oben. Eisstrahl. Ja, der ist voll krass geübt. Das ist gar nicht so schwer. Der Part, den wir gerade machen, ist tatsächlich der einfachere. Ich dachte, das Einkaufen ist deutlich schwerer. Aber dadurch, dass man... Ich muss null Menüen beim Einkaufen, weil die Items, die ich brauche, immer die obersten sind. Das heißt, ich kann immer A durchmeschen. So. Jetzt haben wir Eisstrahl geteacht für unseren obersten Move. Und der oberste Move war, glaube ich, Mega Heap. Da wir Body Slam haben, brauchen wir Mega Heap nicht mehr. So. Jetzt müssen wir aber noch raus aus dem Gebäude. Da ich nicht genau weiß, wo ich jetzt bin, versuche ich mich an den Ecken zu orientieren. So, jetzt muss ich ganz rechts unten stehen. Rechts oben. Okay, perfekt. Und jetzt werden wir wieder den Weg zurück zum Elevator nehmen. Sehr gut, okay. Und jetzt zweimal A drücken. 1, 2. Erdgeschoss. So. Das war der leichte Part. Hallo, Game Tape. So, jetzt müssen wir fliegen. Wir haben das letzte Mal Eisstrahl geteacht auf Turtok. Ich sag das deswegen, weil sich das Spiel die Menu Points merkt. Es sei denn, du fliegst, glaube ich, oder so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe das noch nicht perfekt durchresearched. Aber wir müssen jetzt, wenn ich X drücke oder Start, auf Pokémon sein. Dann drücke ich A. Jetzt bin ich auf meinem Turtok drauf.
Hallo, Fetzer Michi. Carpador, Kleinstein, Knofenser, Taubsi. A, A. Und jetzt müssen wir auf der Flying Map sein. So. Wir haben beim letzten Mal, vor mehreren Monaten, weil ich ewig kein Blindfisch gezockt habe, festgestellt, dass die Reihenfolge der Städte ein bisschen dumm ist, denn es ist Alabastia. Fuck, hab ich's. No! Hast du vergessen? Nein, ich bin nicht auf der Map. Oder? Sonst will ich was hören. Oh no. Da ist irgendwas beim Menuing falsch gelaufen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. I love Menuing. Oh no, beim Üben geht das immer, weißt du? Oh fuck. Okay, wo sind wir? Ich muss mich orientieren im Menü. Ich glaube, wir sind auf Items. Ah, weil wir Items benutzt haben. Ah, oh, ich bin ein Depp. Wir waren nicht auf Pokémon, wir waren auf Items, weil ich die TM benutzt habe. Sprich, wir müssen... So. Und dann jetzt. Jetzt müsste ich auf Turtox sein. Ich teste das mal. Ich meine Shillock, sorry. Das ist wieder nicht Shillock. Das ist gar nichts. Wo bin ich? Drück wieder Power. Das sieht so zu sauer rein. Try not to laugh challenge. Ich bin ein bisschen orientierungslos. Das ist der Pokédex. Perfekt. Das war Bisasams Ruf. So. Jetzt müssen wir auf Pokémon sein. Wir testen das kurz. That makes no sense whatsoever. Wir waren auf dem Pokédex. Jetzt sind wir wieder auf dem Pokédex. So, da gehen wir jetzt raus. All the way. Das Chat ist lustig. Ich freue mich schon, den Text zu sehen. Ah, ich weiß, wir sind... Okay, ich habe es jetzt verstanden. Das Problem ist, wir sind auf Turtok, aber mein Turtok will Schaufel einsetzen. Genau. Yes! I'm incredible genius. Okay. So. Also, Turtok, Hoffo, Kleinstein, Knofenser, Taubsi. Und jetzt zweimal A. Jetzt sind wir auf der Map. Also, Alabastia, Vertania, Marmoria, Azuria. Und eigentlich müsste jetzt Orania kommen, wenn man dem Spiel traut und dem Spielverlauf. Aber nein, als nächstes kommt Lavandia. There you go. Hallo, Wasser und hallo, Inflicted LOL. Und da müssen wir hin. Jetzt sind wir in Lavandia. Wie man unschwer an der Musik erkennen kann. Und um in den Pokémon Tower zu gehen, ist es ganz leicht. Einfach nach rechts laufen. Bis ich gegen die Wand klatsche und jetzt kann ich mich nach oben in den Tower rein. Tasten. So. Hallo, Achmed. Now, der Pokémon Tower ist ein bisschen tricky, I guess. Ich habe den nicht so krass geübt, aber ich habe relativ gut im Kopf, wie der aussieht. Und wie das Layout ist. Und das Einfache daran ist, die Treppen sind immer rechts, links, rechts, links, rechts. Und dann unten. Aber dazu kommen wir später. Die ersten Treppen sind rechts. Hier kommen wir noch keine Encounter. Es kommt gleich ein Rival Fight. So, wir haben direkt die Treppe gefunden. Sehr gut. Okay, jetzt kommt Neues. So. Der Fight ist an sich kein Problem. Ich will nur eine Sache machen. Ich will Blubstrahl und Eisstrahl umpositionieren. Der Grund dafür ist, dass ich meinen wichtigen Move Eisstrahl nicht ganz oben haben will. Für den Fall, dass ich irgendwann fuck uppe und den obersten Move verlerne, will ich einen Move, den ich entbehren kann, oben haben. Sprich, mein schwächsten Move der Zeit, Blubstrahl. Ich krieg bald Surfer, deswegen habe ich wieder einen Wassermove. So. Jetzt müsste ich drin sein. Select. Drück nach unten. Drück Select. Jetzt müssen die Moves vertauscht sein. Und
das Ganze startet wieder von oben. Ich kämpfe gegen Frau Burger. Das heißt, Vereinstrahlung muss ich eins nach unten. There you go. Das ist ein One-Shot, glaube ich. Ja, sehr schön. Das ist Garados, das ist ein Mon, das ich nicht one-shotten kann. Da bleibt mir auch nicht wirklich was Besseres übrig, als Body Slam zu gehen. Das ist mein letzter Move. Oh, das war nicht Body Slam. Ach, weil ich auf Eisstrahl war. Ich, ach, dumm. Ich wurde gebissen, glaube ich. So, jetzt aber Body Slam. Ich glaube, ich habe ihn paralysiert, ich bin mir nicht sicher. Du sollst LMLGGP benutzen. Nee, Mann. Okay, das ist Fukano. Ich bin erschrocken. Junge, ich höre nichts, wenn ihr subt. Anyway, thanks. Danke für den Sub, Inflicted LOL. Thanks, appreciate you. Das ist Kadabra. Okay, wir sind auf Luftstrahl. Gegen Kadabra ist Schaufler optimal. Weil Schaufler 100 Baseball hat in dem Game. Das dürfte One-Shot sein. Ich tue so, als ob ich das nicht geübt hätte. Das ist One-Shot. So, Level 36. Prepare yourself for Wampe. Vor allem der Nation Sound ist auch ein Pokémon Sound, ne? Just saying. Wir sind auf Schaufler, eins nach oben, dann Eisstrahl. Damn, das hat überlebt. Ja, Text to Speech. Ich glaube, das war eine Range. Ich kann mich nicht erinnern, dass das überlebt hat beim letzten Mal. Also, als ich das geübt habe. Okay, nicht B drücken. So, fette Schildkröte mit Wampe acquired. So. Wampe. Sieg. Alright. Also, wir sind auf dem zweiten Floor. Es geht nach links. Die Treppe ist links. Ich sollte mich hier relativ gut entlang tasten können. Hey, das ist so. Das war abgekürzt. Thanks. Das war viel öfter AI. Thanks für die Donation. Dankeschön, Peanuts. Okay. Jetzt müssen wir nach rechts. LMLGGPUNLMLGGPUNLMLGGPUNLMLGGPUNLMLGGPUNLMLGGPUNLMLGGPUNLMLGGGPUNLML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 GGPUNL
Man kann die Treppe hier, glaube ich, nur von unten approachen. KEKW, 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 KEKW. Danke, Inflicted LOL. Okay, Nebula. KEKW. Ist irgendwo ein bisschen wie LKW. Die Geister sind zum Glück alle One-Shot von Schaufler. Okay, Moritz. I'm trying. Cap mal Marova, 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 Cap. Mal Marova, Cap 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 mal. Marova, Cap mal Marova, Cap mal Marova, LMLGGP Go. Danke, Nils. Hey, thanks for resubbing. Danke, Belfay, für den Resub. Okay, we got it. Wir sind jetzt auf dem vierten Stock. Right? Ne, dritter Stock? Dritter Stock, ich kann nicht zählen. Jedenfalls ist die Treppe jetzt wieder links. Und ich glaube, man. Also, das ist ein Stockwerk mit sehr, sehr vielen Grabsteinen, so random verteilt. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft 2 ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigner, Zunftbürger und Gesell, kurz Unterdrücker un. Die Unterdrückte standen in Städten Gegensatz. Danke, Peanut. Hi. Hallo, Hausdorf. Comeback Israel, 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 comeback Israel. Danke, the modest cry. Solange ich nach links gehe und mich rumtaste, kann ich den Floor eigentlich nicht verkacken. Vom Layout her. Wutbürger ist ein mediales Schlagwort, das in Deutschland als Neologismus im Jahre 2010 aufkam. Der zuvor kaum verwendete Begriff wurde durch den Essay der Wutbürger des Journalisten Dirk Kurbiuwaldi im Nachrichtenmagazin Der Spiegel geprägt. Danke, Moritz. Danke für dieses Wissen, das wir erlangen durch euch. Ja, es ist alles cool. Ich muss auch nichts anderes hören gerade, deswegen ist das okay. Dankeschön nochmal für die Donations. Hallo 3. Not sure, wo ich bin, aber bei dem Floor mache ich mir nicht so krass Sorgen. Ihr Block sieht echt aus wie mit so Spray von Paint. Yes! Okay, das ist jetzt der Floor mit dem Heilfeld, glaube ich.
Dann muss ich, glaube ich, oben lang. Bin mir nicht sicher, wo ich bin. Rechts ist die Treppe da. Aber ich kann nicht komplett nach rechts gehen, weil da blockiert jemand, glaube ich. Das kann so nicht ewig weitergehen und deshalb fordert unser Bundessprecher Professor Dr. Jörg Meuthen in seiner heutigen V-Ideo-Botschaft von der Endloskanzlerin uns Bürgern unsere grundgesetzlich garantierte Freiheit zurückzugeben. Danke, Pinas. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Well, that's just unfortunate. Ich bin auch super irritiert, dass ich noch in keinen Trainer gelaufen bin. It's resilient to Xare, it's pride and joy. It licks up dirt to take in the minerals it needs to keep. It's tusks in top condition. While usually kind-hearted, it can be terrifying if angered. Tusks that can slice through steel beams are how LML gegen ihre Hut. Danke, Neus. Ja, er guckt sich hinter den Wort an. Mit dem Chat und allem. Ich weiß gar nicht, wo ich bin und das irritiert mich. Guckst du das Wort dann wieder beim Trainieren an? Kann ich machen, ja. Oh Junge, wo bin ich denn? Warte mal, ich bin noch in keinen Trainer gelaufen. Bin ich etwa zurückgegangen? Das kann nicht sein, doch. Ah, fuck my life. Das Gute ist, ich kann meine Orientierung resetten, indem ich den... Man, shut up! Du bist wieder auf dem Floor, auf dem man Gary bekämpft. Wow! Danke, helpful Tipp. Bruh. How though? Das erklärt, dass ich in keinen Trainer renne, so. Weil, so kann man die Donations auch abusen. Also, wer auch immer das war, ist ein Blödi. Hat Mine gespielt. Ein Hurensohn-Mine. Nenn das Kind beim Namen. Okay, warte, wir machen das jetzt so. Okay. Männchen haben einen sehr langen Penis, der mit einem großen, durchschnittlich 7 cm langen Penisknochen ausgestattet ist. Die Eichel, die nahezu die Hälfte des Penis einnimmt, ist mit auf. Die Hälfte? Das Name der Spitze mit Stacheln versehen. Ach so. Der Pokémon-Turm ist das Wahrzeichen der kleinen Stadt Lavandia in Kanto und gilt als letzte Ruhestelle. TTE vieler verstorbener Pokémon. Deshalb wird er täglich von Trainern aufgesucht, die für ihre dort begrabenen Pokémon beten wollen. KEKW, KEKW, KEKW. Phil dachte erst so, fuck, what is wrong with my penis? Das jetzt. Schaufler bringt mich. Guck mal, Schaufler bringt mich nicht zum Anfang, Schaufler bringt mich zum Pokémon Center. What the hell?
Warte, Pokémon Center bedeutet aber, dass ich die Augenbinde abnehmen kann, theoretisch. Ja. Aber nö. Genau, das erste abnehmen, wenn du geheilt hast. True. Hä? Oh no! Ich bin nach Prismania geworben! Oh. Turtok, Hoffo, Kleinstein. Nur Fenser, Taubsi. Warum sagst du eigentlich Hoffo? Weil das Hoffo ist. Das hast du nicht den Namen gelesen? Ja, ich weiß. Bertania, Marmoria, Azuria, Lavandia. Nie. So. Nach rechts, dann runter. Ja, hoffe, das wäre smart gewesen, aber. Zu heilen? Mhm. Not really, weil ich werde am Ende eh. Ich muss zurück nach Prismania und ich werde am Ende hier von eh geworfen. Und wenn er wegen AP meint, ich krieg hier ein Heilfeld in dem Tower. Ne, er meint wegen geworfen. Ja, aber ich nach. Ja, you're. I mean, not really, weil ich automatisch an den Fuß des Turms geworfen werde und dann zu dem. Like, beziehungsweise ich werde vor Mr. Fujis Haus geworfen. Die äußeren Geschlechtsorgane ausgewachsener Weibchen sind unauffällig heranwachsende Weibchenhabe. N. Eine verlängerte, mit Stacheln versehene Klitoris, die durch eine knöcherne Struktur gestützt wird. Danke für Punkt. Das. Punkt. Punkt. Okay, cool. Punkt, ja. Schaufler. Diese Attacke verursacht Schaden. In der Runde, in der Schaufler ausgewählt wurde, gräbt sich der Anwender in die Erde ein und greift in der nächsten Runde an. Ist Schaufler einmal ausgewählt, LT kann der Anwender nicht ausgetauscht werden. Danke, Moritz. Wieder auf dem richtigen Weg. Demnächst macht Film noch Bildfisch Runs, weil es Songs gibt. Thank you.
So, du hast eine alte übersehen. Ja, hat er auch so. Okay. So, jetzt müsste ich aber auf dem Floor mit dem Highfeld sein. Punkt, Punkt, Punkt. Grad, this is a distraction, this is a distraction, this is a distraction, this is a destructie. Und this is a distraction, 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 this is a dista. Dista. Danke, Peanut. Females start to breed when they reach sexual maturity, typically in their second year. At this point, they become fertile once a year, producing multiple of our while in heat. Aspreys most abundanti. In spring and early summer, the devils reproduce. Boss. Dankeschön. Alter, Polo sieht richtig gruselig aus. What the hell? Okay, ich bin auf dem Heilfeld. Sehr gutes Reich, wo ich bin. Sehr, sehr gut. Ist gut, dass meine AP haben sich jetzt wieder aufgefüllt. Durch das Heilfeld. Special Shoutout an das Heilfeld, Alter. Das ist eine Mechanik, die einmal und nie wieder vorkam. Ist so, ne? Für wann holst du denn dein nächstes Pokémon? Ah, no, wir können ja versuchen, Galaxo zu fangen. Ja, Mann. Down. Und nicht mehr mich vergessen. So. Ich glaube, das ist der letzte Floor. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Na, der letzte Floor ist interesting, weil du musst einen Sonderbonbon aufheben, um zu progressen. Epic Game Design aus dem Jahr 1980. Nein, kam später raus, ihr wisst schon, was ich meine. Weißt du, ob wie viele Bits es in der Welt gibt? I don't know, 100, 200? In Feuerrot, Leaf Green, gab's ein Heilfeld auf der ersten Insel vor dem Blutberg. Damn! Warte, aber war das so eins? Hm, ich bin mir gerade unsicher, wo du meinst. Egal, wie cool. Cool. My fellow Americans, tonight I'm speaking to you because there is a growing humanitarian insecurity crisis at our southern border. Everyday Customs and Border Protection agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country. Danke, Peter. Das war ein Feld in einer heißen Quelle in einer Höhle. Ja, das, ja, an das erinnere ich mich.
Gab's nicht in Rubin und Saphir auch in heißen Quellen, dass man sich da heilen konnte? Oder? Du konntest da reingehen, aber ich glaube, du konntest dich da nicht heilen. Ach so. Der frühere Ass-Vizepräsident Biden weist Vorwürfe zurück. Er habe 1993 eine Mitarbeiterin sexuell bedrängt. Die Beschuldigungen kommen für Biden zur Unzeit, denn er will im Herbst gegen Donald Trump antreten. Raute Methodas heißt Titch auch. Titch auch. Raute. Dankeschön. Sonderbombe. Alright. Now. Das werden wir jetzt feeden, damit ich mich nicht im Inventar vertue. Oh. Oder sollte ich das lassen? Wenn ich aus Versehen Schaufel einsetze, dann bin ich gebummt. Nah, I'm doing it. Eins runter. Do it. Eins nach oben. No! 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 I'm dead. I'm deceased. Again. So. Jetzt haben wir es vergeben. I know words. I ich glaube, es ist auf Level 38. Ich hoffe, das stimmt. Good publicity is preferable to bad, but from a bottom line pair. Perspective, but publicity is sometimes better than no publicity at all. Kontroversy in short sets. Unite to win, divide to conquer. LMLGGP when FFS. Marmoria, Azuria, Lavandia. Well, on the bright side müssen wir jetzt keinen Sonnenbonbon mehr aufheben. Was mir aber auch ein bisschen an der Orientierung schaden wird. On the right side, das wird mir schaden. Ey, I'm trying to be positive here, okay? Be cool. Okay, Rivalenraum. Ach ja, weil es so schön war, gleich nochmal. Okay. Dritter Stock. Wenigstens die Musik im Bob. Alright, vierter Stock, das ist der Chaosraum. I just realized, kein Encounter bis hierher. Jetzt müssten wir wieder in dem Raum sein mit dem Heilfeld. The governor of Michigan should give a little input out the fire. They are very good people, but they are angry.
They want their leaves back again safely. See them talk to them email deal. They want their leaves back. Ich bin rückwärts gegangen. Oder? Gib ihnen ihre Blätter zurück. Nochmal Schaufel? Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. I drink ze Bier from ze Glasbad, das Boring. Das Boot, ja, das more like it keep pouring, iha. V-I-Z-E German accent, so of course I love Bier, but how much can ze boot hold? 1, 2, 3. 1, Z. Y-I-3, 4. Danke, 3. Das ist nicht dein Lied with Travel. Dein Kopf ist einfach overall komplett gefickt. KEKW, du kriegst Tee schon Zuckungen wie ein Tourette-Kranker. Wenn deine letzte Mahlzeit mehr als 15 Minuten her ist, es. MH. Nice, danke, nice. I have no idea where I am. I was right there, Alter. Ich hatte das Sonderbonbon. Nobody knows. Ich hab gehört Schaufel. Schaufel ist ein guter Reset. I have ze Bier, so I need ze light snack, giant pretzel, totally perfect cheese goes nicely with that. Now I'm all dirty and tired and probably need ze shower energy drink, should do I just need more? Yeah, then 5 or S. Danke. Dankeschön. Ich hab Hunger. Befürchte, ich muss resetten. Also mit resetten meine ich Schaufel einsetzen. Oh, maybe not, warte. Ich bin auf dem Feld. Okay, gut. Very good. Junge, nice. Das Feld ist super geile Orientierung. Man checkt nur nicht, dass man draufsteht. Like, du hörst nicht, dass du draufstehst. Du realisierst nur irgendwann, dass du in der Textbox bist.
Aber dann weißt du, dass du drauf bist. Wake up early and eat hunger for breakfast, buttermilk, pancakes, sausage, eggs, bacon, sugar and zin. A morning for lunch I want that Wiener Schnitzel, oh, gotta have that serve with my Turfen, wash it down with that butter. Wo ist die verkackte Treppe? Neus sagt, Junge, ist das nicht anstrengend, wenn man nichts sieht und sich im Pokémon-Tower verirrt? Nee, anstrengend ist, wenn man sich diese Scheiße von euch reinziehen muss. Würde da so krass zählen, vor allem wenn mein Chat mich dauernd dumm voll laut. Danke für die Donations noch. Then for dinner it's simple, always eat that same thing, Sauerbraten, Gulasch, Bratwurst, Spätzle, Hess. And Pfeffer, and mayo to top it all off, I think that the cake looks amazing, but there's just one thing I'd see. Hunger, I think it goes without saying. Danke, drei. Fuck my life. Ich, ja. Weiß, ich weiß, dass ich auf dem Heilfeldraum bin, aber ich habe mich irgendwie wieder verlaufen. Ich weiß nicht wie. Ja, es gibt so einen Pokepuppe-Glitch. Wenn du das ist kein Glitch. Das ist offiziell als nicht-Glitch kategorisiert. Echt? Ja, in einem Interview hat ein Game Freak-Mitarbeiter sogar erwähnt, dass das geht. I don't know, warum die das gemacht haben. So. Weil du einfach einen Teil des Spiels gibst, nämlich das Rocket-Versteck. Das ist lustig, weil nur da gab es mega Diskussionen drüber in der Speedrun-Community, aber nur wegen diesem Interview. Man, shut up! Nur wegen diesem Interview ist das da, immer noch da, als das Boot, da, da, 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 das Boot und. I guess das ist halt eine Debatte, wie du Glitch definierst, ne? Cheater. Like, wenn du das Spiel Glitch spielst, dann verlässt du Alabastia nicht und bist in der Ruhmeshalle. Nice. Like, du warpst dich in die Ruhmeshalle quasi. I have no idea, wie das sein kann. I was about to tilt und dann habe ich die Treppe gefunden. Wie cool. What the fuck? Okay. Ich bin so nervös, weil das Sonderbonbon war meine Orientierungsstelle für Knogger. Und jetzt habe ich Angst, dass ich nicht checke, wenn ich bei Knogger bin. Hallo Pega! Hallo Pega!
Ja, nur Pilga kriegt eine Begrüßung, was los, Phil? Hey, wie cool. Pilga ist auch Mod, so. Ja. Honestly, der Grund in meinem Kopf war, Pilga ist bestimmt mad, wenn ich sie nicht begrüße. Oh. Miki. Glitches, bugs are software errors that can cause drastic problems within the code and typically go unnoticed or unsolved during the production of said software. These errors can be game cost or odd. Er weiß exploited until LMLGGP is used in the run. Ich hab gesagt, das würde mich auch sehr traurig stimmen, wenn ich filme, wenn ich Hallo sage. Pfeil setzt Schaufler ein. Danke. Glaube, ich bin an der Stelle, wo das Sonnenmomo war. Die Wände schwitzen, alle springen, alles was wir lieben, wir lassen uns das gottverdammte Feiern nicht. Tee verbieten wir, man, ein kranker Haufen, raufen wir uns Atzen, lasst es krachen, die Spießer sind geschockt und packen ganz schnell ihre Sachen. Okay, also in meinem Kopf bin ich jetzt rechts von der Knoggertreppe. Oh mein Gott, war das das? Ich glaube schon. Oh mein Gott, wenn ich jetzt... Okay, wenn das jetzt ein Random Encounter war. Dann muss ich noch eine Pokepuppe kaufen. Jetzt habe ich natürlich nicht den Plan B getestet, wenn ich fliehe. Und wieder Encounter, was dann passiert. Das ist das. Okay. Keep it down, will ya? Wir lassen uns nicht verarschen, wir tanzen und wir toben, hebt die Hände nach oben und dann lasst uns. Erst Disco-Pogen, Disco-Pop, Dingelingeling, Dingelingeling und alle Atzen singen Disco-Pogo, Dingelingelin. Alter, das hab ich so lange nicht mehr gehört. Und alle Atzen singen. Oh no. Da steh ich nun, ich Armatur, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor Gaun. Geht sie schon an die 10 Jahre herauf, und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum. Man, shut up und sehe, for a moment, dass wir nichts wissen können. Oh my fucking God, wo bin ich? Don't tell me it's one. Hallo, Marut. Ja, Rocket! Ich bin noch nie so gepoppt auf meinem Rocket, Alter.
enjoy richtig die Ruhe gerade. Ah, der redet mit einem nach dem Fight, richtig weird. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. OBS Edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütend. Ungeschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden? STE. RBE entschlafen nichts weiter. Fuck, ich wollte Body Slam einsetzen. Danke, by the way. Ja, vielen Dank für die Donation. Ich will immer nach oben laufen, aber der labert dann voll. Das Spiel spawnt mich gleich vor dem Haus von Mr. Fuji. Aber ich muss manuell zu ihm laufen und die Pokéflöte abholen. Dahin. So ist eben das Leben seit jeher. Alles gehört dazu, Leid und Trennung und Sehnsucht. Man muss es IMM. Er mit allem nehmen und alles schön und gut finden. Ich tue es wenigstens so. Nicht durch Ausgeklüge. LTE Weisheit, sondern einfach so aus meiner Natur. Okay, Mann. Man, shut up! Anyway, I've never been more of a mobile gamer, but forget everything you think you know about mobile games. Because Raid Shadow Legends is one of the most ambitious RPG projects of 2019 has just been released. Den will change Mann, ich everything. Hör nichts, shut up! Just look at the left. Danke, Vega. Okay, wir sind jetzt im Haus. Oh no. Bitte sein, Mr. Fuji. Shut up! Ich muss doch zuhören! Sorry, danke. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem kind. Er hat den Knaben wohl in... No, das muss ich auch auswendig lernen. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Sieh, ist Vater, den er König nicht. Oh, das muss ich auch auswendig lernen, Deutsch. Musst du es auch auswendig lernen, Deutsch? Ja. Weißt du, was ich auch bald auswendig lernen muss? Die Safari-Zone. Ja. Mit wem rede ich da? Brech ab, Alter. Ja!
Okay, Pokeflöte got acquired. Weißt du, mit wem du geredet hast? Wem? Mit Pokémon-Zeitschriften und Pokémon-Büchern. Bruh. Zum Regal. Okay. Ich versuche heilen zu gehen. Oder. Watch this. On the flag. On the flag. On the fly tech by the Philosopher's Bay. Level-Tick. Cooler Tick. Mann, ich wollte Pokémon Tower. Okay, wir versuchen doch zu fliegen. I'm looking, what wäre es? Okay, wie cool. Turtok. Hoffo. Kleinstein. Knuffensa. Taubsi. I've never seen anyone check as nice as Phil. So. Ein zurück. No, ich hab wieder falsch gemenut. Okay. Oh, ich sterbe. Hilfe. What am I doing? Ich hasse Menuing. Oh, genau. Was nehmen wir dann? What am I doing? Ich krieg gleich den elliptischen Anfall. Okay, wie cool. Wo bin ich? Wie lange? Let's do on the fly tech. It's a good idea. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und über dem Knaben gleich der Disteln köpft an Eich. Um dich und Bergeshöhen müsst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut. Danke, Goethe. Thanks. Ich glaube, wir brauchen einen Counter-Tick. Ah, nice. Nice save. Items, Pokémon. Hoffo, Kleinstein, Nofensa, Taubsi. Und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Gö. TTER, ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch, eure Majestät, und dahabtet wären nicht Ki. NDER und Bettler hoffnungsvolle Toren. Oh, you guys are killing me. Danke. Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus, wo ein kehrte mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüb. Er wär ein Ohr zu hören, meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Oh no. Okay, you know what? Completely new strat. Okay, new tech. Na, das ist dumm. Wobei, ich überlege, ob ich einfach zu Fuß nach Prismania gehen soll. Aber das ist neben Leben eine gute Idee, oder? You can certainly try. Ich weiß halt nicht mal, wo ich bin in Lavandia.
könnt ihr mal kurz für einen Moment die Schnauze halten? Nein, wer halt mir wieder die Titanen übermut? Wer rettete vom Tode mich von Sklaverei? Hast du nicht all? Leh selbst vollendet, heilig glühend Herz. Und glühtest jung und gut betrogen, Rettungsdank dem Laffenden da drüben. Danke, Goethe. Bin ich in einem Haus vielleicht? Das könnte sein. Ich dich ehren, wofür hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladinen, hast du die Tränen gestillet. Ich hab das locker nicht gehört, weil ihr pisst da immer so nicht. Hat mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal. Oh, meine God. Herren und deine. We are free. Okay, ich geh mal kurz so ein bisschen weiter nach unten. So. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, auf welchem Menüpunkt ich bin. Hallo, die Star. Was war das? War das Phil? Man! Wenn test du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Knaben morgen blühte. In Träume reiften, hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde. Danke, Goethe 2. What am I even pressing? Was ist das hier? Hallo Mo, hallo Fortress. Danke, Goethe. Ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich und dein Annie. CHT zu achten, wie ich. Dies war Prometheus von Johann Wolfgang von und auch zu Goethe, ich hoffe D. Dieser lyrische Erguss hat gemundet. Dann frag mal Füllkäse. Wie cool. So, jetzt versuche ich Schaufel einzusetzen. Ich muss nur den Menüpunkt finden. Man, can you shut up? Thanks. Do you know how many bones the human body has? It's 206. We start with 369 when we're babies, but they... Ich bin auf dieser Sam. Fuse. Wouldn't you want to go back? Have as many bones as a baby. What if I could help you? Danke, Vega. Oh no, jetzt kommt Mo. Also kaum komme ich auf im Stream, wird mir gesagt, ich soll die Schnauze halten. Kleiner als drei, 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 kleiner als drei. Anyway, thanks. Kleiner als drei, 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 kleiner als drei. Okay, das war die Treppe. Ich hab die nicht gehört, weil du gelabert hast. Guten Noise, by the way. Gönn dir. Weißt du, ich schaffe es aus Versehen zu schaufeln vorhin. Jetzt will ich einmal schaufeln. Thank you.
Menuing is like the hardest shit in this game. Okay. Pokédex. Pokémon. Auf welchem Pokémon bin ich? Knofensa, I see, okay. Ich habe die ganze Zeit versucht zu zerschneiden. Yeah. Okay, try that again. Ja! Okay, Prismania. Oh! Menuing ist hart. 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 Menuing ist. Frag den Chat mal, ob sie noch Erika sehen wollen. Menuing ist hart. 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 Me. Menuing ist hart. Menuing ist hart. Erikas Arena ist am Arsch der Welt und wir müssen zweimal zur Schneider einsetzen. Yay. This is gonna be hard. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wir werden es jetzt versuchen, quasi als Zugabe noch zu schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, hey, wir haben immerhin die Pokéblöde geholt. Ansonsten gibt es beim nächsten Mal, aber wir versuchen das jetzt noch. Erika ist das Goal. Erika. Ich hab geheilt, right? Yes. Good. I think so. So, jetzt wird's eklig. Und zwar, das Problem ist, der Zerschneiderbaum ist irgendwo hier unten. Die einzige Orientierung, die ich habe, ist, dass der Zerschneiderbaum direkt unter einem Eingang ist. Und das ist, was ich probieren werde. Warum läufst du eigentlich immer gegen die Wand? Bist du blind drin? Nee, Bro, ist täuscht. Das ist die Tech. Das ist die Tech, ja. So spielt man das Spiel. You played it wrong all along. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das das Richtige ist, aber in dem Haus, das ich meine, ist vor mir jetzt ein Tisch. Falsches Haus. Weiter rechts, I guess. Oh no. This is not good. Ich bin nicht da, wo ich denke, dass ich bin. Oh no. Immer dunkler. Wirklich? Hä? Wie, es wird immer dunkler? Naja, unsere Cam. Hä? Ja, weil es draußen dunkel ist. Ach so. Digga, was redest du mit mir über Dunkelheit, Alter? I live in darkness right now, okay? Hab ich mit dir geredet? Shut up. Wie cool. Hallo, Steve. Was hast du gedacht, was ich meine? Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika. Heiß von 100.000 kleinen Bienen. Erlein wird umschwärmt Erika, denn ihr Herz ist voller Süßigkeit. Zarter Duft entströmt dem Blütenklei. D-Punkt, auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Danke, Erika. Ich glaube, ich bin in der richtigen. So, jetzt müsste ich vor dem Zerschneiderbaum stehen. What did I do? Oh no! No!
Outstanding Move. The Tech. Für wir lachen nicht über dich, wir lachen shut up! Mit dir. Be cool, shut up. Oh, okay. Again. Nicht hier! Sorry. Ja! Es speichert doch nach dem Fliegen. Manchmal resettet sich das Menü und ich weiß nicht, wann das ist. Vielleicht solltest du lieber nach Prismania laufen. You merely adopted the dark evas born and it molded by it. I didn't see the light of day until I war. Es eure die Amann. Danke. Falsche Haus da, glaube ich. Man können die Glocken die Schnauze halten, Alter? Das ist nie im Leben das Richtige. Oder? Ich brech ab, Alter. Das hat mich an dem jetzt vorschaut mit Lululululu. Maybe bin ich doch an der richtigen Stelle. Probier mal. So, jetzt gucke ich, dass ich nicht auf Taubsi bin. Nur Fenster, perfekt. So, B. Ja, I'm so good. Incredible genius. Okay. Genius. Die Hausorientierung war broken. All the way nach links. So, wenn ich jetzt nach rechts renne, dann renne ich gegen den Spanner. Ja. Yeah. Okay, eins runter. Eins rechts. Noch eins rechts. Rauf. Let's fucking go, okay. So, die Tussi müssen wir besiegen. Alright. Jetzt müssen wir ganz nach oben. Und einen nach rechts. Und hier ist unser Schneiderbaum. Okay. Wenn ich in ein Gebäude gehe, dann resettet sich das Menü. Okay. Nee. Schade.
bin auf Turtok gewesen. Man kann sich hier nicht rausbuddeln. Schade. Aus manchen Arenen kann man sich rausbuddeln im Spiel, das ist das Lustige. Aber ich habe das actually getestet, ob das geht hier. Weil ich wollte mich nach der Arena rausbuddeln, aber es geht nicht. Go-Go Power Rangers, 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 Go-Go Power. Anders Go-Go Power Rangers, 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 Gok. Oh Power Rangers, Go-Go Power Rangers, Go-Go Power Rangers. Danke, Pinker Power Ranger. Hey, thanks. Sehr wichtig, dass du sagst, dass du der Pinke bist. Das ist der einzig Gute. Die Sprites sind teilweise echt cursed, Alter. Die sind sehr, sehr alt. Ich glaube, ich bin Level 40 jetzt. Oder 39? 39? Fuck, sowas muss ich mir eigentlich merken. So. Jetzt einen Schritt nach links. Und dann nach oben. Erika. So. Erika! There's one annoying thing about this fight. Erika. Eisstrahl auf Satzenia ist kein One-Shot und es kann Schlafpuder gehen. Luckily haben wir die Pokeflöte. Aber das Problem an der Sache ist, wenn es ein anderes Puder ist, das höre ich nicht. Alle Puder hören sich gleich an. Das heißt, es kann auch Stachelspore kommen und dann spiele ich die Pokeflöte, aber ich bin paralysiert. So. Und das geht dann nicht. Vielleicht critten wir das aber auch einfach. Es scheint gemisst zu haben. Perfekt. Ah, wunderbar, flawless. Ich glaube, ich habe genau genug Eisstrahl-AP, um zu gewinnen. Tangela. One-Shot. Ich glaube, Giflor war auch One-Shot. Alter, warum sieht Giflor so eklig aus? Jesus Christ, Alter. Es scheint nicht One-Shot gewesen zu sein. Aber es scheint wieder gemisst zu haben. Good game. Ja, die hat sie einfach insta geheilt. What? Ach, die hat geheilt. Ja, healen ist weird in dem Game. Ich glaube, healen kostet für den Gegner einen Turn. Und die benutzen einen Supertrank, was völlig worthless ist at this point. Aber es kostet immer einen Turn. Aber die hat das Insta gedrückt. Ja, ja, ja. Aber, ja, you're right. Es kostet immer einen Turn. I'm retard. Aber es ist hier insofern anders, dass der... Like, was ich sagen wollte. Er kommt... Like, der Pot kommt, egal was für eine Health du hast. Ja, der kommt sofort. Ja, der Pot ist gescriptet, ja, ja. Ich meine sogar, dass der Gegner potten kann, wenn er voll ist in dem Spiel. Das ist richtig komisch, die Pots in dem Game. So. GG. Jetzt müssen wir hier rausfinden, so. Nee. Der Zerschneiderbaum hat sich resettet. Nee. Ich glaube, das ist er. Nein. Okay, es hat sich auch wieder das Menü resettet. 1, 2, 3. Ich befürchte, ich stehe nicht richtig. Wie weit bist du gestern bei BW2 noch gekommen, Phil? Ich bin vor der zweiten Arena. Stimmt, vor Pokémon, ne? Ja. Okay, got it. So, jetzt muss ich nur noch fliegen und dann ist die Episode vorbei. Ja, Mann. Let's go. GG. Good
funny as fuck. Oh! Das war sehr funny. Oh, Junge, es ist actually dunkel geworden. What the fuck? Ja, sag ich so. Oh, was ein Abenteuer. Aber das lief gut. Oh, alles. Also, ja. War lustig auf jeden Fall. War, ja, check mal. War auch unterhaltsam. Wie lange ich nicht gecheckt habe, dass ich in einem Haus war. Bist, ja. Honestly, ich dachte, das wird alles ein bisschen schwerer. Aber der Pokémon Tower ist insofern geil, dass die Treppen immer rechts, links sind. Mhm. Und das Heilfeld ist eine geile Orientierung. Ja. Das Schwierigste ist für mich immer noch das Menuing, aber ich glaube, ich werde besser darin, das zu verstehen. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt in dem Teil dazugelernt, dass ich nach unten gehen kann im Menü und den Status meines Pokémon aufrufen, um zu gucken, welches ich habe, und dann B wieder rauszugehen und wieder reinzugehen und dann die vor allem einzusetzen. Mhm. Sehr gut. Alter, speichern. Danke fürs Zusehen, Leute. Jo, vielen Dank. Ich werde das auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßig machen. Ich guck mal, dass ich wöchentlich eine Folge raushau. Maybe 2 wöchentlich, aber nicht mehr so eine lange Pause, wie wir jetzt hatten. Ja. Man muss dazu sagen, dass halt auch Sword and Shield Release dazwischen kam. Ja. Und das dann so ein bisschen in Vergessenheit gerät, aber ich will das auf jeden Fall wieder weitermachen. Beim nächsten Mal fahren wir nach Fuchsania. Das wird nicht so schwer, weil der Radweg fährt sich von alleine. Mhm. Aber wir müssen Relaxo machen. Und dann kommt der schwerste Part des Spiels, die Safari-Zone. Weil da haben wir eine begrenzte Anzahl an Schritten. Und ich muss die essentially auswendig lernen. Sonst geht es nicht. Okay. Und